Schüsselbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Es ist April und damit Zeit für unseren nächsten Würfelvlog. Unsere Show rund um Brettspiele, bei der wir uns Gedanken machen um alles Mögliche. Wir hoffen, es gefällt euch. Lasst euch überraschen, was wir dieses Mal alles dabei haben. Wir sind wieder bei What's in the Box? Danke, Max. Und ich lüfte das Geheimnis auch. Bin ich schon gespannt, ob ihr es kennt. Es ist Snake Oil. Schlangenöl. So gut sind meine Englischkenntnisse. Quacksalber GmbH und Co. KG von Amigo hier im Deutschen. Und es ist ein Spiel, da geht es auch darum, Produkte zu bewerben. Also ein bisschen wie But Wait, There's More, was wir euch schon mal vorgestellt hatten. Nur, dass es jetzt tatsächlich auch auf Deutsch erhältlich ist. Und das Besondere ist, wir begeben uns sozusagen ja in einen Western, wie man es so kennt, wo Quacksalber mit ihren Wägen herumlaufen und den Leuten irgendwelche verrückten Schlangenöle für alle möglichen Problemchen andrehen wollen. Und ich finde, es ist hier ganz thematisch umgesetzt, weil jeder Spieler kriegt nämlich so ein Regal mit Fläschchen. Ich teile die jetzt nämlich mal aus. So, Max kriegt eins, der Markus kriegt eins und ich natürlich auch. Und dann gibt es noch so Fläschchen natürlich, die man dann da einfüllen kann. Da kriegt am Anfang kriegt jeder 6 Stück, also so viele, dass halt genau in dieses Regal passen. Die werden dann da eingefüllt sozusagen. So, das machen wir jetzt mal kurz. Das ist im Übrigen auch multilingual erschienen, also mit 5 verschiedenen Sprachen. Und je nachdem, welche Sprache man braucht, muss man da so ein anderes Teil rausdrücken. In dem nicht die falschen rausdrücken, sonst hat man die 2 Sprachen. Genau, das wäre natürlich schlecht. Was soll man jetzt benutzen zum Sprachen lernen? Ich glaube, das ist noch relativ sortiert gewesen, oder? Ich habe hier bloß P- und R-Wörter. Oh, das kann sein. Auf jeden Fall kommen dann die restlichen Fläschchen kommen in die Mitte, 2 Stapel. Und dann gibt es noch einen Stapel mit Rollenkarten. Also da steht zum Beispiel Arzt, Busfahrer, Künstler, Roboter und so weiter und so fort. Und dann der aktive Spieler wird sozusagen, nimmt sich diese Karte und ist dann die Rolle, die draufsteht. Also ich will Roboter sein. Die kannst du leider nicht reinschreiben, das wird zufällig entschieden. Nein! So, ich wäre jetzt in dem Fall ein Hausmeister zum Beispiel. Und jetzt müssen die anderen Spieler, die nicht gerade eine Rolle haben, sich 2 Fläschchen aussuchen aus ihrem Regal und aus denen dann ein möglichst verrücktes und lustiges Produkt basteln. Und wenn dann jeder sozusagen sich 2 ausgesucht hat, dann zieht er die raus aus seinem Regal, legt sie vor sich ab. Und dann dürfen die Spielerei oben sozusagen das Produkt mir anpreisen. Wichtig ist natürlich, dass sie dann bedenken, ich muss natürlich in die Rolle des Hausmeisters schlüpfen. Also jetzt nicht in meine, sondern ich stelle mir vor, ich bin ein Hausmeister und will jetzt unbedingt dieses Produkt. Dann entscheide ich sozusagen, welche Vorstellung besser war. Und derjenige, der sozusagen nicht besser fand, der kriegt die Karte und das ist dann am Ende des Spiels halt ein Punkt. Und wer am Ende am meisten Rollenkarten hat, gewinnt. Deswegen darf ich jetzt mal vorschlagen, ihr beide sucht euch schon mal was aus. Jetzt teste ich die beiden mal, wie spontan sie sind. Okay. So, wer möchte anfangen? Ich fange an. Also, lieber Hausmeister, ich meine, Sie sind für ein großes Haus zuständig, müssen da immer viel sauber machen, gell? Und gerade wenn die Mieter mit ihren Hunden wiederkommen und die ganzen Treppenhäuser da den Kot hinterlassen, da wünscht man sich natürlich schon manchmal, oder besser den Mietern, hier den Teufel an den Hals. Und dafür gibt es jetzt die Rachepuppe. Die Rachepuppe, die ist frei erhältlich. Und diese Puppe, die hat die Fähigkeit, dass man Kot darin lagern kann. Das heißt, sie können den Hundekot im Flur finden, in diese Puppe hineinstopfen. Und der wird Stück für Stück sowohl über den Duft als auch in kleinen Portionchen abgegeben. Das heißt, diese Puppe drehen sich dann den Kindern des Hauses an, die da drin wohnen, mit dem Hund. Und ich meine, die Kinder freuen sich erstmal, die Eltern denken sich nichts Böses. Aber erst nach ein paar Wochen merken sie, was das für eine Rachepuppe ist, die da ihnen angedreht wurde. Und bis dahin werden sie nur fragen, ja, was riecht denn hier so streng hier in der Wohnung? Ja, wo kommen denn diese kleinen braunen Kügelchen her, die überall in der Wohnung auftauchen? Und schon haben sie ihre Genugtuung. Okay. Dann darf Max. Ah ja, man hat im Übrigen in der Regel 30 Sekunden. Oh, da habe ich ein bisschen zu lange geredet, aber ich meine, eine Rachepuppe ist auch schwierig anzupreisen. Das stimmt. Schauen wir mal, ob der Max, wenn er sich dein Lachflash vorbei ist, auch was hinkriegt.
Ja, lieber Hausmeister, wir haben hier ein wunderbares Produkt. Dieses Produkt ist genau das Richtige, sowohl für die Arbeit als auch daheim für den Alltag. Es ist die Pfeifenpeitsche. Diese Pfeife, die gleichzeitig auch als Peitsche verwendet werden kann, ist also multifunktional. Sie können sie nicht nur einsetzen, um daheim gemütlich eine Pfeife zu rauchen nach einem langen, harten Arbeitstag, sondern auch, wenn mal wieder die Anwohner nicht ordentlich sich verhalten, haben sie direkt die Möglichkeit, diese Person zu bestrafen mit der Peitsche. Also nicht nur Zuckerbrot und Peitsche, sondern hier wirklich Pfeifenpeitsche. Stärkste aller, aller Peitschen. Auch gut, das ist jetzt natürlich schwierig, jetzt darf ich mich entscheiden, was ich lustiger fand. Ich glaube, als Hausmeister wirklich, also ich stelle mich jetzt als männlichen Hausmeister vor, der gerne raucht, ist, glaube ich, das multifunktionaler verwendbar. What? Genau. Sind mein Produkt schon in den Regalen stehen? Genau, es geht so weiter, es ist natürlich immer im persönlichen Ermessen desjenigen, der die Rolle hat. Und es geht dann eben reihum und am Ende gewinnt der, der am meisten sich von sich überzeugen konnte. Wir sind bei einer weiteren Ausgabe von Strategy Talk, dem Teil, bei dem wir uns ein bisschen über Strategien in einem Spiel unterhalten. Heute mit einem unserer Lieblingsspiele, hier Thunderstone. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Nein, du hast mich bloß gerade so komisch angeschaut. Nein, Thunderstone, ja. Oh, Thunderstone. Basis Thunderstone, nicht Thunderstone Advance. Wobei das mehr oder weniger dasselbe Spiel ist, ja. Richtig. Und eine der großen Fragen bei Thunderstone ist ja letztendlich, gerade weil man das im Vergleich zu Dominion, hat man ja die Möglichkeit, entweder in der Stadt zu bleiben und sich besser auszurüsten, oder in den Dungeon zu gehen, dann Monster zu bekämpfen und sich eben nicht besser auszurüsten. Eine klassische Frage ist, wann gehe ich überhaupt in den Dungeon und wann bleibe ich in der Stadt? Ich meine, es hängt natürlich auch davon ab, welche Karten ich in der jeweiligen Runde gezogen habe. Trotzdem ist es eine interessante Frage, ab welchem Zeitpunkt oder mit welchen Karten bin ich eher bereit, in den Dungeon zu gehen? Oder lohnt es sich vielleicht sowieso zu Beginn mehr Zeit in der Stadt zu verbringen, um sich besser und besser auszurüsten und dann erst im Nachhinein die höheren Siegpunkte Monster zu bekämpfen? Also ich glaube, maßgeblich ist tatsächlich, welche Karten man zieht, weil ich hatte bis jetzt, ich wäre eigentlich eher jemand, der lange in der Stadt bleibt und sich möglichst perfekt ausrüstet und dann erst in den Dungeon geht. Das wäre eigentlich so meine Strategie, aber ich habe gemerkt, dass Thunderstone eigentlich sich relativ schnell spielt und auch die Monster, die man am Anfang macht, glaube ich, ziemlich relevant sind. Und ich glaube, sobald ich sozusagen ein Monster im Dungeon besiegen kann, dann gehe ich eigentlich immer in den Dungeon. Ich denke, man sollte die Wertigkeiten ein bisschen unterscheiden. Am Anfang die Siegpunkte der Monster, die ich im Dungeon raushol, das ist nicht so relevant. Also wenn ich jetzt in den Dungeon gehe, jetzt Moment, und nur ein kleines Monster besiegen kann, dann füllt es ja von Beginn an mein Deck, das darf man nicht vergessen. Also wenn ich jetzt über den Zeitraum X sozusagen mir einfach anschaue, wie lange ich spiele, je früher ein Monster in mein Deck kommt, desto schlechter ist es für mich. Das ist ganz klar an der Stelle. Außer es hat irgendeinen Bonuseffekt, aber selbst der ist in der Regel nicht sonderlich gut. Was der wichtige Punkt ist für mich, am Anfang mal in den Dungeon zu gehen, ist die Erfahrung, die ich kriege, sodass ich meine Helden, die ich mir gekauft habe, leveln kann und nicht über das Kaufen die höheren Helden. Weil ich meine, das ist ja die Ausnahme. Ich habe die normalen Items, die kann ich einfach einkaufen und bei den Helden kaufe ich ja von oben weg. Und in der Regel will ich ja eigentlich am Ende gar nicht mehr von oben wegkaufen, weil ich dann irgendwann an den Punkt komme, wo ich den obersten schlechteren Helden, also Level 1 Helden, wegkaufe und damit meinem nächsten Spieler die Möglichkeit gebe, Held 2 direkt käuflich zu erwerben. Und ich glaube, es ist einfach, es, von der Erfahrung her, es ist einfacher, an die höchsten Helden ranzukommen und geht auch schneller, wenn ich es über Erfahrung mache. Das heißt, in der Regel bin ich so, oder versuche ich, 1, 2, 3 Runden in der Stadt zu sein und dann, wenn es sich anbietet, dass ich mal ein Monster besiegen kann, was jetzt vielleicht ein oder im Idealfall auch 2 Siegpunkte bringt, dass ich halt leveln kann, dann ist es schon ein großer Vorteil. Mhm. Also ich glaube, es gibt einen Boost am Anfang. Ich meine, was du sagst mit dem, man muss von den Karten abhängig machen, ja, klar. Ich meine, es gibt Hände, also die ich ziehe, da kann ich einfach kein Monster besiegen. Und es gibt eine Hand, da kann ich nicht einkaufen. Oder besser gesagt, ich könnte bloß irgendwas für 3 oder 2 einkaufen, also irgendwelche Basis-Items, von denen ich eigentlich keine will. Aber wenn es nicht eindeutig ist, glaube ich, dass es häufig schlauer ist, in den Dungeon zu gehen. Und das auch schon möglichst früh. Das dann auch früh. Also wie gesagt, im späten Spiel würde ich sowieso noch auf die hohen Monster gehen. Aber früh wegen der Erfahrung kann es sich durchaus rentieren, glaube ich.
In unserer Kategorie Es war einmal, wo wir uns ja immer die Spiel des Jahresgewinner anschauen, sind wir jetzt im Jahre 1982 gelandet. Das heißt immer noch relativ früh. Und in diesem Jahr gewann das Spiel Sagaland, im Englischen glaube ich Enchanted Forest, den Preis. Ich bin mir sicher, man kann sagen, heutzutage würde dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Das hat jetzt erstmal noch gar nichts mit der spielerischen Qualität des Spiels zu tun, sondern vor allem damit, dass dieses Spiel eindeutig ein Kinderspiel ist, würde ich sagen. Ich meine, es ist als Familienspiel angepriesen, aber wenn wir es mit anderen Gewinnern vergleichen, wir werden noch zu einigen Gewinnern kommen, wo ich sage, okay, das sind definitiv keine Kinderspiele, ist das ein Kinderspiel. Das heißt, dafür gibt es ja heutzutage einen extra Preis. Es ist tatsächlich sehr für die jüngere Gruppe ausgerichtet. Wir haben im Kern dieses Spiels eine Mischung aus einem Roll-and-Move-Mechanismus. Das heißt, ich habe hier Würfel, ich würfel und ich ziehe dann entsprechend der Augenzahl. Genauer gesagt, ich darf auf einem Feld, was verschiedene Wege mir erlaubt, auch hin und her, also vor und zurückziehen, was dieses Würfeln noch ein bisschen seltsamer macht, weil ich zum Beispiel mit einer 5 damit auch 3 Felder faktisch ziehen kann, indem ich halt 3 nach vorne ziehe, dann wieder 1 zurück und 1 nach vorne. Ziel ist es, auf einzelnen Feldern zu landen und auf diesen Feldern stehen diese Bäume und auf der Unterseite der Bäume sind Symbole abgebildet. Diese Symbole stehen immer für einzelne Märchen, also zum Beispiel der gestiefelte Kater oder Rumpelstilzchen, dann durch Stiefel oder durch ein Lagerfeuer abgebildet. Und es liegt immer eins dieser Märchen offen aus und die Spieler müssen versuchen, herauszufinden, unter welchem Baum das aktuelle Märchen sich befindet. Das heißt, sie ziehen, indem sie würfeln, rollen, sich bewegen über die Karte, schauen sich einzelne Bäume an und sobald sie das Richtige haben, ziehen sie zum Schloss, versuchen dort wieder auf einem Feld zu landen und versuchen dann anzugeben, unter welchem Baum sich das Ganze befindet. Das Ganze, wie ihr jetzt schon mitbekommt, ist natürlich an Kinder gerichtet. Man kann versuchen, ein bisschen strategisch ranzugehen. Erstens, es ist schwer, sich alle Bäume zu merken. Wir befinden uns bei 12 Bäumen oder 13 Bäumen, die immer auf dem Feld stehen. Das heißt, wir sind deutlich über dieser magischen 7, die man sich relativ einfach noch merken kann. Dazu kommt, dass das geforderte Märchen auch ausgetauscht werden kann durch bestimmte Würfelergebnisse. Und man kann natürlich auch strategisch irgendwie schauen, okay, der Spieler 1 war jetzt bei dem einen Baum da hinten und begibt sich jetzt Richtung Lösung, eventuell poker ich einfach drauf, dass unter dem letzten Baum, den er sich angeschaut hat, eben die Lösung steckt. Trotz allem ist es kein Spiel, das ich heutzutage noch spielen würde und ich behaupte auch, für den Bereich der Kinderspiele sind heutzutage bessere Spiele auf dem Markt. Ich brauche diese Mischung aus Roll and Move und Memory einfach nicht mehr. Beide Varianten werden besser heutzutage umgesetzt. Es ist ein nettes Spiel, was das Thema angeht und man kann es sicher mit Kindern spielen. Und es macht Kindern auch auf jeden Fall Spaß. Das sei jetzt dem Spiel nicht abgesprochen. Aber ich glaube einfach, es gibt bessere Alternativen. Und deshalb ist das ein Spiel, was man sich zwar vielleicht mal irgendwo anschauen kann, aber man nicht unbedingt in seiner Sammlung braucht. Wir sind wieder bei Kennst du schon? Und ich habe mir letztes Mal von den beiden Herrschaften hier eine Alternative für Thunderstone oder Dominion gewünscht. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr mir mitgebracht habt. Okay, ich habe verschiedene Deckbilder mal überlegt, welche es sozusagen gibt. Weil ich meine, nach Dominion und Thunderstone ist es ja doch ziemlich explodiert. Und ich habe mich für ein Spiel entschieden, was es zwar auch im Deutschen inzwischen gibt, meines Wissens, was aber sehr unbeachtet bleibt, meines Erachtens. Also besonders hier im deutschsprachigen Raum. Und zwar ist es Super Motherload. Liegt vielleicht auch an einem etwas seltsamen Namen, wenn man so möchte. Dieses Spiel ist nicht unbedingt so ein Deckbilder, wie man es jetzt von Dominion kennt, dass ich wirklich blitzschnell spiele, irgendeine große Engine mehr aufbaue. Aber was ich an dem Spiel besonders toll finde, ist, dass man neben dem Deckbuilding noch einen zweiten Mechanismus in dem spürt. Und zwar, das Thema des Spiels ist, man gräbt nach Schätzen, nach Bodenschätzen, nach Diamanten und allem drum und dran. Und man hat sozusagen ein Spielbrett, auf dem es nach unten geht, ins Erdreich. Und mit seinen Karten, die man als Basisdeck erstmal hat und die man sich nach und nach dann auch erwirbt, um dieses Deck zu verbessern,
gräbt man und sprengt man sich sozusagen durch dieses Bodenreich. Also gräbt man schräg, sprengt man und so weiter und so fort. Bestimmte Beschaffenheiten des Bodens bedürfen bestimmter Bohreigenschaften. Und ich finde, das ist eigentlich so die Richtung, wo ich mir vorstelle, dass viele Deckbilder inzwischen gehen sollten oder auch gehen werden. Weil es ist reine Deckbuilding-Mechanismus, also wirklich nur auf das Deckbuilding geht. Der ist meines Erachtens inzwischen schon relativ ausgereizt. Dominion macht das ja. Und ich meine, Thunderstone, klar, da habe ich die Stadt und den Dungeon, aber faktisch macht es immer noch. Weil egal, welche Sache ich durchführe, es geht darum, dass ich mein Deck verändere. Entweder tue ich Siegpunkte rein und pumpe Monster oder ich erhöhe sozusagen meine Effektkarten. Und hier setze ich das Deckbuilding ein, um etwas anderes noch zu tun. Was dann weniger mit Deckbuilding, sondern eher mit Area Control Exploration, wenn man so möchte, schon zu tun hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Und deshalb finde ich, sollte das Spiel Super Motherload mehr Beachtung finden, besonders bei Fans von Deckbuilding-Spielen. Okay. Kennst du schon? Ich war mir unschlüssig zwischen zwei. Das eine wäre der Xenoshift Onslaught gewesen. Das kennen wir hundertprozentig nicht. Und das andere ist Eminent Domain. Eminent Domain ist ein sehr schönes Deckbuilding-Game, das auch so ein bisschen mehr hat, wie der Marco schon genannt hat. Der Deckbuilding-Mechanismus ist nochmal wesentlich reduzierter, weil man bloß 5 unterschiedliche Karten hat oder Kartentypen. Und letztendlich so ein bisschen ist interessant, weil alle Spiele, die ich im Kopf hatte und jetzt auch das, was Markus vorgestellt hat, die gehen in den Weltraum. Also exakt die Gegenteil von Fantasy, also wir gehen jetzt stark thematisch in den Science-Fiction-Bereich. Bei Eminent Domain übernimmt jeder Spieler die Rolle eines Reiches, das er versucht auszubauen. Das Ausbauen sind wieder Siegpunkte, das heißt, wir sind in der klassischen Deckbuilding- oder Eurogame-Tradition, aber wir tun es dadurch, dass wir neue Planeten erkunden, dass wir Forschung betreiben, dass wir da neue Planeten erobern, dass wir Ressourcen auf diesen Planeten erwirtschaften und diese dann wieder in Siegpunkte umwandeln. Und das Schöne ist, dieses Spiel ist ziemlich einfach auf der einen Seite, aber gleichzeitig dadurch, dass man 3 unterschiedliche Phasen hat und man sich dann genau überlegen muss, welche von seinen Handkarten man für welche Phase hernimmt, erlaubt es einem sehr viel strategische Unterschiede. Man hat jetzt keine Helden, aber letztendlich geht es sehr stark in dieselbe Richtung. Deswegen wäre mein Vorschlag für dich oder für alle Leute, die Thunderstone gut finden und sich überlegen, ich möchte gerne auch noch ein anderes Deckbuilding-Game mit so einem gewissen Extra, würde ich vorschlagen, Eminent Domain. Okay, dann glaube ich, bist du auch an der Reihe, dir was fürs nächste Mal zu wünschen, Max. Okay, jetzt kommt etwas, darauf wärt ihr nie gekommen, dass ich dafür mal eine Alternative haben möchte. Oh nein, bitte sag nicht Arkham Horror. Kennst du schon Arkham Horror? Okay, also Alternativen zu Arkham Horror. Genau. Spannend. Mal schauen, was wir da finden. Und mal spannend, ob ich damit dann zu vertreten sein werde. Herzlich willkommen hier zum Brettspielprofessor. Der Kategorie, bei der ich mir immer wirre Gedanken rund um Brettspiele mache. Heute versuche ich eher eine Frage zu beantworten, die mir von einem Bekannten letztes Mal gestellt wurde. Und zwar folgendes: Darf ich in einem Brettspiel lügen, auch wenn es mir das Brettspiel explizit erlaubt? Und die Frage fand ich deswegen interessant, weil sie auf einen Konflikt aufmerksam macht zwischen realer Welt, in der ich klarerweise in der Regel nicht lügen sollte, und dann den Brettspielen, in denen ich in einer spielerischen Welt bin und sehr viel mehr Freiheiten in meinem eigenen Verhalten habe. Und ich dachte mir, es lohnt sich dafür, einen guten Herrn zur Rat zu ziehen, der eine sehr extreme Position in puncto Lügen und wann darf ich lügen eingenommen hat. Das war der Kollege Kant, Immanuel Kant. Der hat in der Das ist bloß für das Bild da. Der hat in einem kleinen Buch oder Büchlein, das man heutzutage auch als Reklamheft bekommt, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten dargelegt, unter welchen Bedingungen ich lügen darf, und zwar niemals. Warum? Für Kant ist die Frage, man muss dem kategorischen Imperativ gehorchen. Und jetzt weiß ich nicht, was ihr jemals über den kategorischen Imperativ gehört habt. Es ist nicht die goldene Regel. Es gibt einen Haufen Leute, die glauben, der kategorische Imperativ ist die goldene Regel. Das heißt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu.
Das ist die goldene Regel und der kategorische Imperativ wäre dann dasselbe. Das ist nicht der Fall. Der kategorische Imperativ, davon gibt es unterschiedliche Formulierungen. Meine Lieblingsformulierung ist, du sollst dich jeweils so verhalten, dass die Maxime deiner Handlung zu einem allgemeinen Gesetz werden kann. Und die Idee dahinter ist, nehmen wir an, ihr habt ein Motiv oder eine Absicht, dann muss es in der Lage sein, dass sich jeder Mensch in einer Gesellschaft dementsprechend verhalten kann. Klingt jetzt ziemlich ähnlich wie die goldene Regel, ist aber dahingehend unterschiedlich. Bei der goldenen Regel, wenn ich irgendwie Masochist bin, finde ich es gut, wenn mir Schmerzen zugefügt werden, dann dürfte ich nach der goldenen Regel auch anderen Menschen Schmerzen zufügen, weil ich möchte, dass es mir zugefügt wird, deswegen finde ich es auch in Ordnung, es anderen Menschen zuzufügen. Das verhindert gerade der kategorische Imperativ, weil er eben sagt, ich kann nicht in einer Gesellschaft leben wollen, wenn ich eben verstehe, dass andere Menschen auch andere Vorlieben und Präferenzen haben, in der jeder Mensch dem anderen Schmerzen zufügen kann. Das heißt, durch diesen Universalisierbarkeitstest bin ich in der Lage, das herauszunehmen. Also ich verstehe, es geht nicht bloß um mein eigenes Wohlwollen oder Wohlbefinden, sondern es geht darum, wie eine gesamte Gesellschaft funktioniert. Nun, Kant sagt zum Thema Lügen, und das ist eins der bekanntesten Beispiele, nehmen wir an, einer meiner Freunde wird von Verfolgern, Verfolger suchen einen meiner Freunde und der hat sich bei mir versteckt. Ich habe ihm Unterschlupf gewährt. Und jetzt kommen die Häscher an meine Tür, also die Verfolger, und fragen mich, hast du deinen Freund bei dir versteckt? Oder ist dein Freund bei dir im Haus? Normalerweise hätte man das Gefühl, ich schütze meinen Freund und lüge und sage, nein, der ist nicht hier, der ist woanders, habe ich noch nie gesehen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und Kant sagt, selbst in diesem Fall darf ich nicht lügen, weil nämlich Lügen bedeutet immer, dass ich nicht die Wahrheit sage, aber in einer Gesellschaft bin ich darauf angewiesen, dass wir, wenn ich etwas sage, zum Beispiel, Vorsicht, da drüben kommt ein Auto, dass es tatsächlich die Wahrheit ist, weil es ist eine gefährliche Situation. Das heißt, man ist darauf angewiesen in einer Gesellschaft, dass man erstmal darauf vertrauen kann, dass jeder die Wahrheit sagt. Dementsprechend, nach dem Universalisierbarkeitstest, darf ich nicht lügen. Das heißt, auch wenn die Häscher an meine Tür klopfen, darf ich nicht sagen, nein, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe andere Möglichkeiten. Allerdings, dieses Beispiel allein führt dazu, dass viele Leute dann sagen, der spinnt ja, das kann man ja überhaupt nicht so meinen. Was sagt uns das für die Brettspiele? Erstmal würde es uns für die Brettspiele sagen, selbst wenn ich mich in einem Spiel befinde, sollte ich mir vielleicht überlegen, dass ich damit gegen den kategorischen Imperativ verstoße. In einem Brettspiel zu lügen, ist immer noch Lügen. Das darf ich dann nicht, oder? Und ich glaube, hier kommen wir so ein bisschen an die interessante Unterscheidung. Und zwar, das Brettspiel, da ist allen Beteiligten klar, es ist nicht die Realität. Wir sind in einer anderen Situation, wir nehmen andere Rollen ein und damit sind wir in der Lage, Dinge auszutesten, die wir ansonsten in der Realität nicht haben. Und ich glaube, genau an diesem Punkt kann man dann so ein bisschen weggehen und sagen, es ist in Ordnung, in Brettspielen auch zu lügen, solange es einem klar ist, dass man sich in einer Spielwelt befindet und nicht in der Realität. Und dann, glaube ich, sind Brettspiele extrem interessant, weil sie einem nämlich genau zeigen, wann wird mich mein Gegenüber belügen und betrügen, wann wird er mir in den Rücken fallen? Genau dann, wenn es ihm den meisten Vorteil bringt. Genau dann, wenn wir unterschiedliche Interessen plötzlich haben, wenn unsere Allianz nicht mehr hält. Und das wiederum hilft dann sehr viel für die Realität, in der wir auf Menschen treffen, die vielleicht nicht unbedingt Kantianer sind, weil dann verstehen wir, wann wird uns der andere übers Ohr hauen? Dann, wenn er andere Interessen verfolgt als wir. Das heißt, in meinen Augen sind Brettspiele gerade deswegen, weil ich die Möglichkeit habe, zu lügen und zu betrügen, so interessant, weil sie uns halt genau zeigen oder weil sie uns erklären können, wann wir in der Realität belogen oder betrogen werden. Wir sind beim vom Einsteiger zum Experten und Markus und Max kappen sich ein bisschen, um mehr Platz. Ja, hallo, ich bin hier am Bildschirmrand. Das
hat aber nichts mit dem Thema zu tun, denn wir sind bei abstrakten Strategiespielen. Wieso hat das nichts mit dem Thema zu tun? Ich kann sagen. Das ist voll abstrakt, wenn ihr euch kloppt. Ich kann auch gehen. Ich komme erst wieder zum Finale. Komm, mach drück. Ich komme wieder, wenn mein Finale kommt. Hier, viel Spaß. Tschüss, Markus. Endlich ist er weg. Ich darf das Einsteigerspiel vorstellen. Und zwar ist es Hey, danke für den Fisch. Es hat ein tolles Thema, wie ihr schon seht. Es geht nämlich um Pinguine. Und die bewegen sich über eine Eisscholle. Ja, tatsächlich ist es abstrakt und hat trotzdem ein Thema. Osse. Aber eigentlich ist es abstrakt. Jeder hat einen Pinguin und es geht darum, dass man über Schollenfelder geht, die sozusagen sechseckig sind. Das sind einzelne Blättchen, die ausliegen und da sind Fische abgebildet. Und man kann immer geradeaus gehen, beliebig viele Felder weit und bekommt dann das Plättchen, von dem man ausgestartet ist. Das wird dann sozusagen damit auch aus dem Spiel genommen. Das heißt, da entstehen natürlich in der Map auch Löcher. Mhm. Und ich versuche dann halt wieder auf dem Feld zu landen, wo möglichst viele Fische abgebildet sind, weil wenn ich von dem Feld wieder wegreise, kriege ich das wieder und umso mehr Fische, umso mehr Punkte. Es ist also relativ simpel, auch für Familien denke ich ganz gut geeignet, aber trotzdem finde ich ganz witzig mit dem Thema. Genau, jeder Spieler hat mehrere Pinguine und dadurch muss man sich immer überlegen, welchen Pinguin verwende ich jetzt, um welche Bewegung zu machen. Ja. Und man muss dann recht schnell im Spiel gibt es dann so viele große Löcher, dass man sich ganz genau überlegen muss, wohin fahre ich jetzt noch? Wo nehme ich jetzt überhaupt noch die Fische raus? Weil das lässt dann meinen Pinguin auf einer einzelnen Scholle stehen und damit kann ich nichts mehr mit ihm machen. Sozusagen, das macht dieses Spiel, obwohl es der Titel ist auch wunderbar, das ist sehr, könnte man so meinen, dass es angelehnt ist an Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Aber das ist großartig. Wir kommen zum fortgeschrittenen Spiel, das darf ich vorstellen. Es handelt sich dabei um Jinsch. Ein wunderschöner Titel. Jinsch funktioniert so ein bisschen wie das wesentlich ältere Spiel Reversi. Und zwar bei Jinsch hat man hat so fünf hohle Kreise, so eine Art Donuts. Und mit denen fährt man letztendlich über das Spielbrett. Und was man macht ist, zu Beginn setzt man seine Kreise aufs Spielbrett und dann, wohin man fährt, also bis zu dem Endpunkt, dort setzt man dann einen Stein seiner Farbe. Alle anderen Steine, über die man drüber fährt, auf diesem Brett, während man mit seinem Donut sozusagen herumfährt, die werden umgedreht. Das heißt, es ist ein Zweispielerspiel, das heißt von weiß auf schwarz, von schwarz auf weiß. Ziel ist es, dass man fünf Steine von seiner Farbe in einer Reihe hat. Wenn man das geschafft hat, bekommt man einen Punkt, verliert aber einen seiner Donuts, mit denen man über dieses Brett fährt. Das bedeutet, Punkte zu bekommen, macht auch gleichzeitig das Spiel schwerer für einen, was ein bisschen dazu führt, dass dieses Spiel sich selbst balanciert über die Zeit. Es ist ein schönes Spiel. Es ist dadurch, dass man erstmal die Spielsteine überhaupt auf dieses Spielbrett legt, wesentlich strategischer als Reversi. Und ich würde sagen, jetzt ist Markus sogar wieder da, dann darfst du den Experten machen. Ja, du mit deinen Kreisen mit den Löchern drin, das nennt sich ein Ring. Aber ist okay. Wieso? Ich habe doch da gesagt, Donuts. Ja, in etwa. Nach diesen zwei Spielen kommen wir zu unserem Expertenspiel und wir haben uns hier auf The Duke geeinigt. Ist nur im Englischen erschienen, wobei das Spiel selbst dann relativ sprachneutral ist. Es erinnert stark an Schach. Wobei man die einzelnen Figuren, welches Holzplättchen sind, wirklich schöne hochwertige Holzplättchen aus einem Beutel zieht und dann erst auf das Feld legt im Laufe des Spiels. Und was das Besondere ist, erstens, die Figuren haben alle ein spezielles Bewegungsmuster, wie man andere Figuren schlagen kann. Und dazu kommt noch, dass jede Figur, nachdem man sie gezogen hat, auf die Rückseite gedreht wird, was ein anderes Bewegungsmuster zeigt. Das heißt, im Klartext, ich muss mir bei meinen Figuren nicht nur als eine Bewegungsmuster merken, sondern ich muss strategisch vorausplanen, okay, wenn ich die Figur jetzt ziehe, dann hat sie, wenn ich sie nachher nochmal ziehen möchte, jetzt ein anderes Bewegungsmuster. Und das erfordert schon deutlich höheren strategischen, taktischen Anteil bei der Planung und bei der Durchführung dann, als die anderen Spiele, die wir bis jetzt hatten an der Stelle. Und deshalb bin ich der Meinung, dass The Duke ein gutes Spiel ist, wenn ich gern abstrakte Strategiespiele mag, das Ganze aber sehr anspruchsvoll möchte und auf welchem hohen Level mich mit meinem Gegenüber messen möchte. Wir sind am Ende unseres Würfelvlogs angelangt. Oh. Sehr gut.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.